Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Heute ist wieder irgendwie Aquaplaning. So, ich habe hier hinten drauf circa 22.000 Liter Eier. Also 22.000 Eier. Und die muss ich nach Kirchdorf bringen. Das heißt, ich muss ganz in Norden fahren. Zur Bäckerei Waldmeister. Ich soll aber eigentlich um 12 beim neuen Gemeindehaus sein. Das wird zeitlich eventuell knapp, aber ich gebe mal Vollgas. Hätte ich vielleicht doch einen LKW nehmen sollen, dann wäre ich wahrscheinlicher pünktlich gewesen. Weiß auch gar nicht, was die von mir wollen. Aber wir gucken einfach mal. Ich gebe Gummi und denke, dass wir das vielleicht doch zeitlich hinkriegen. Ansonsten werde ich mich diese Woche hauptsächlich um die Produktion kümmern. Heißt, ich werde wahrscheinlich nach dem Termin am Gemeindehaus dann auch mal beim Papier vorbeischauen, bei der Kartonproduktion, um da nach dem Rechten zu sehen. Da war ich auch schon länger nicht mehr. Und es ist natürlich nicht so vorteilhaft. Ja, man hat Produktion und kümmert sich nicht drum. Deshalb muss ich da mal auch hinten dran sein. Ah, und ich wollte die Blaubeeren noch anrufen, ob die mir meinen Telelader reparieren können. Machen wir gleich mal. Klingelingeling. Björn Blaubeer. Servus, ich bin's mal wieder, Volker. Hallo, Volker. Warte mal, ich hab mich gerade. Bin ich richtig? Ich hoffe mal. Ich wollte mal fragen, ob ihr meinen Telelader reparieren könnt. Der ist leider schon deutlich überfällig. Ja, wir müssen mal gucken, Volker, weil wir wollten mal den Händler fragen, ob der wohl die Reparaturen wieder übernehmen könnte, weil dadurch, dass ja der Jürgen sehr viel im Ausland ist momentan und unsere Felder jetzt schon seit Wochen brach liegen. Ja, kenne ich. Ob der nicht die Reparaturen wieder übernehmen könnte. Okay. Ja, ruf ihn doch einfach mal an und sag ihm, dass ein Auftrag von mir da ist, den er machen soll. Ja. Werden wir mal tun. Und habt ihr eigentlich auch so Aquaplaning? Nee. Also. Regnet's bei mir nur. Okay. Hopp. Alles klar. Gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö. Gut. Halbwegs gut. Also ein bisschen off-topic hier vom RP. Ich habe ja zurzeit ein sehr bescheidenes Internet. Ich habe das Glück, dass zufällig dieses Jahr noch der Ausbau einer Glasfaserleitung startet bei mir hier. Und ich dann hoffentlich, ja, aber das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall werde ich dann ein gutes Internet bekommen. Also mit Glasfaser habe ich dann, denke ich, ganz gute Karten. Allerdings soll das Netz auch erst 2022 im Sommer zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben noch ein gutes Jahr, wo ich einfach mit dem Internet zurechtkommen muss. Was es eben gerade gibt.
Ach nee, jetzt kann ich die wieder nicht abkippen, ey. Dann ist halt so. Ich bringe meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Ich wäre pünktlich gewesen. Die werden auch nicht angenommen. Ach nee, das ist nicht wahr, oder? Sind die jetzt verkauft? Ich werde nachher, wenn wir uns bei der Gemeinde treffen, werde ich mal anregen, dass die hier ein paar Gabelstapler bei den Verkaufsstellen anstellen. Das würde das Ganze ein bisschen einfacher machen. Das ist jetzt natürlich. Dann schwer zu sagen, wie viel ich jetzt tatsächlich verdient habe. Ne? Sehe ich das heute? 55.000, haut es hin? Könnt ihr hinhauen? Jetzt werde ich es auf jeden Fall nicht pünktlich auf 12 schaffen, ey. .000 passt, weil ich hatte 32.000. Alter, 20.000 für eine Palette? Moi. So, schauen wir mal kurz. Müssen wir nämlich notieren. 76.300. Moment. 76.363. Ah ja. So, und dann ab die Luzi. Wenn ich nämlich nachher schon oder jetzt auf dem Weg bin zur Gemeinde, dann können wir da auch schön mal was verlangen. Ich soll mal wieder was machen. Die Gemeinde, die macht nichts für die Bauern. Das ist schon fast katastrophal. Die sitzen nur rum und chillen. Ja, 8 Minuten werden mir natürlich nicht reichen. Da muss ich einfach viel zu weit fahren.
Aber ich gebe mir Mühe, pünktlich zu sein. Auch wenn es nicht hinhauen wird. Ja, vielleicht eine Viertelstunde zu spät. Haben wir hier überhaupt einen Feldweg? Haben wir ja gar keinen. Ist einer. Bringt der was? Ich glaube schon. Ich glaube, der kürzt ein bisschen die Strecke ab. So. Ja, 3 Minuten nach. Haut, glaube ich, hin mit den 15 Minuten zu spät. Aber das akademische Viertel ist ja meistens drin. Oha, was ist denn das? Ist aber noch nicht so schön hier. Feuerwehrausfahrt freihalten. Hallo. Hallo. Was ist denn das hier? Das ist das neue Gemeindegebäude. Okay. Aber da muss noch ein bisschen was gemacht werden hier. Sieht ein bisschen lost aus. Ja, war halt mal ein altes Feld, ne? Jo. So, was soll ich denn hier? Ja, warten auf die... Auch mal kurz warten, ja, die Eröffnung halt vom Gemeindegebäude. Deshalb habe ich mich jetzt so schnell so beeilt. Ja. Aber du, ich habe noch eine Frage. Ja. Ihr macht ja gar nichts mehr vom Gemeinderat, ja. Doch, hier, guck. Wo? Guck hinter dir. Ja, Geld ausgeben. Was haben wir davon? Gar nichts. Ja, siehst du? Jetzt hat der Notarzt endlich mal einen Einzug gefunden. Ja, ich hätte aber eine andere Idee. Können wir nicht mal ein paar Gabelstapler spendieren? Gabelstapler? Ja. Lässt sich bestimmt was machen. Weil ich war gerade oben bei den Waldmeisters. Die wollten meine Eier erstmal nicht annehmen. Ach so, ja. Ja, muss ich mit dem Diesel mal abklären, ne? Ist aber leider diese Woche nicht da. Jo. Ich darf ja nicht alleine entscheiden. Das ist... Okay. Moin. Servus. Ja, einen wunderschönen guten Tag bei Mahlzeit. Wisst ihr mal hier, was ist neben Main fahren? Der Cord ist da hinten. Wie bitte? Wisst ihr mal neben Main Glas fahren? Bestimmt ein schönes Bild.
Können wir machen. Genau die gleiche Ausführung. Er ist auch ein 4000er. Nee, war ja ursprünglich mal meiner, das sind 5000er. Der kleine und der große ist das. Ja, siehst du, doch nicht die gleiche Ausführung. Schiebmaker macht aber auch was her, ne? Kleines Fahrzeug, kleiner Anhänger hinten dran, oh, großes Fahrzeug, großer Anhänger hinten dran. Super. Sieht schick aus.